Erstmal schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einleitung, für die Einladung von der Assoziation und auch von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Sind jetzt doch einige Leute hier. Wenn es zu leise ist, dann macht euch bemerkbar, dann versuche ich ein bisschen lauter zu reden. Ich bin so ein kleines bisschen angeschlagen, erkältungsmäßig, aber ich denke, es wird schon gehen. Ich denke, die meisten von euch sind schon mal in irgendeiner Form mit Anthroposophie in Kontakt gekommen, sei es über Demeter-Gemüse oder Kosmetika von Weleda und Hauschka oder über die Waldorfschulen. Und diesen Produkten verdankt die Anthroposophie in der Öffentlichkeit ein überwiegend positives Image. Die Anthroposophen werben auch gerne damit, dass ihre Schulen von Schauspielern, Künstlern, Politikern, Wirtschaftsführern bzw. deren Kindern besucht werden oder besucht wurden. Da haben wir unter anderem die Kinder von Silvio Berlusconi oder von Helmut Kohl oder die Enkel von Franz Josef Strauß. Oder Johannes Beck. Nicht erwähnt werden im Regelfall Ulrike Meinhof oder Sigmund Rascher, der in Stuttgart die sogenannte Mutterschule besucht hat und dann später als Arzt im KZ Dachau grausame Menschenversuche veranstaltete. Worum es hier heute Abend geht, ist, dass wir ein bisschen hinter die Kulissen dieser schönen Warenwelt, dieser Produkte schauen und uns mit der Anthroposophie als Weltanschauung beschäftigen, die alle diese Projekte fundiert. Und so zum Einstieg habe ich zwei Stellungnahmen rausgesucht aus der Zeitschrift Goetheanum. Das ist sozusagen das Zentralorgan der Anthroposophischen Gesellschaft, der Internationalen Anthroposophischen Gesellschaft, zu der Erdbeben- und Atomkatastrophe in Japan. Da heißt es in dem Heft im März 2011, also unmittelbar nach diesen Katastrophen, das Erdbeben, der Tsunami und auch die radioaktive Strahlung seien dreifache arimanische Kräfte, also Dämonen, denen die Menschen ausgesetzt seien. Mit Verweis auf Rudolf Steiner wertet der Autor die Katastrophe als Folge des Gesamtmenschheitskarma. Die Opfer der Katastrophe seien über die Schwelle zur geistigen Welt gegangen und für sie gelte, was Steiner über Menschen gesagt hat, die durch Naturkatastrophen umgekommen sind, dass nämlich, Zitat, dadurch, dass die Erinnerung an alles das gestärkt würde, was in ihrem Karma enthalten ist. Also eine sehr tröstliche Sinnstiftung für die Opfer von Fukushima. Das Karma-Konto der Menschheit und insbesondere Japans ist nach anthroposophischer Buchhaltung in den roten Zahlen. Die Opfer des Tsunami und des Gau büßen demnach für eine karmische Schuld, die abgetragen werden muss. Zitat, Japan ist das einzige Land, in dem Atomwaffen abgeworfen wurden. Dasselbe Volk ist jetzt ziviler radioaktiver Strahlung ausgesetzt. Das ist das Schicksal Japans. Die materialistische Einstellung des Landes verursacht diese Situation. Wir erleben ein apokalyptisches Ereignis, das zugleich ein Zeichen zur Verstärkung der Bewusstseinsseele bedeutet. Also zu diesem Begriff Bewusstseinsseele und was damit gemeint ist, komme ich dann später. In der Anthroposophie gelten Japaner als bei Steiner als dekadente Mongolen, als Menschen, die nicht kreativ sind und spirituell nicht mehr entwicklungsfähig und die deswegen Anleitung brauchen, um an ihrer Bewusstseinsseele zu arbeiten. In einem zweiten Text in diesem Heft beschreibt der Autor einen sogenannten japanischen Volkscharakter folgendermaßen, Zitat, nach außen scheu und zart wie die Reispflanze, nach innen unberechenbar feurig wie ein Vulkan. Eine Renaissance im europäischen Sinn habe es in Japan nicht gegeben und darum könnten die Japaner nicht selbstständig denken, sondern nur den westlichen Materialismus kopieren. Die beiden Autoren dieser Texte aus dem Frühjahr 2011 knüpfen direkt an Vorträge von Steiner 1920 in Stuttgart, in denen Steiner Asiaten als senil und greisenhaft bezeichnet hat
und auch behauptet, sie könnten nicht selbstständig denken. Zum Beweis erzählt Steiner 3 Jahre später bei einem Vortrag eine Anekdote über Japaner, die angeblich ohne die Hilfe von englischen Ingenieuren mit einem Dampfer nur im Kreis fahren könnten. Steiner behauptet, die Japaner werden alle europäischen Erfindungen ausbilden, aber selbst etwas ausdenken, das werden die Japaner nicht. Ich glaube, das ist spätestens mit dem Tamagotchi dann widerlegt gewesen. Beide Artikel zeigen, dass es einen ganz spezifischen anthroposophischen Rassismus gibt, mit dem ich mich im Weiteren beschäftigen werde. Im Gegensatz zu ihrer Selbstdarstellung ist Anthroposophie keine Wissenschaft, sondern eine religiöse Weltanschauung, die eigentlich der modernen Esoterik zuzurechnen ist. Ihre Grundannahmen sind ausschlaggebend für die Waldorfpädagogik. Und wenn Anthroposophen von Wissenschaft, von Freiheit oder von kindgerechter Pädagogik sprechen, dann nehmen sie in Kauf, dass das für die Nicht-Eingeweihten irreführend ist, weil sie selber nämlich diesen Begriffen einen ganz anderen Inhalt zuschreiben, als man das so landläufig tut. Die Anthroposophie ist entstanden im Wilhelminischen Kaiserreich, in diesem bürgerlichen braunen Sumpf der Lebensreformer und Okkultisten. Sie enthält im Kern eine esoterisch-rassistische Vorstellung von Evolution, einschließlich bestimmter antisemitischer Elemente. Und alles das gilt bis heute und fließt in die Konzeption der Waldorfpädagogik ein. Und ich betone jetzt an dieser Stelle in die Konzeption der Waldorfpädagogik, und zwar aus 3 Gründen. Erstens, der Unterricht an der Schule, an jeder einzelnen Schule, hängt natürlich vom Lehrerkollegium ab. Und nicht alle Waldorflehrer sind Anthroposophen. Also gerade weil die Waldorfschulen in den letzten Jahren in Deutschland sehr stark expandiert sind, gibt es ganz viele Lehrer, die mit der Anthroposophie nur sehr oberflächlich zu tun haben. Das heißt, es sind Menschen, die von ganz anderen Hintergründen herkommen, die oft an den staatlichen Universitäten eine Ausbildung haben und die dann in Seminaren für Waldorfpädagogik das Nötigste an Ideologie eingetrichtert bekommen. Zweitens kann man keine generellen Aussagen über den Waldorfunterricht und seine Wirkung machen, weil es bis heute keine unabhängigen empirischen Studien darüber gibt. Es gibt lediglich eine Unzahl von positiven Darstellungen von anthroposophischer Seite, also von Werken in eigener Sache, sowie immer mehr kritische Arbeiten und Berichte von ehemaligen Schülern, Lehrern und Eltern. Aber ich denke, dass diese individuellen Erfahrungen sich zurückführen lassen auf eine bestimmte Konzeption, auf ein bestimmtes Menschenbild, auf eine bestimmte Weltsicht. Und das ist das, womit ich mich heute Abend in erster Linie beschäftigen möchte. Das ist so ein bisschen der Fahrplan. Es ist klar, dass ich in so einem Vortrag nicht alles behandeln kann, dass ich manches auslassen werde. Das können wir dann in der Diskussion ja nachholen. Und ansonsten empfehle ich allen nochmal mein Buch. Da ist das alles mit Quellen und Dokumenten nochmal nachzulesen. Steiner selber hat die Anthroposophie definiert als Geheimwissenschaft oder okkulte Wissenschaft, eine Geisteswissenschaft. Und er meinte das ganz wortwörtlich, weil er spricht von einem Geisterland, von Seelenwanderung, von höheren geistigen Wesen, Engeln und Dämonen. Und er beschreibt dann, wie ein Geheimschüler in Kontakt treten kann mit diesen höheren Mächten, wie er also selber aufsteigen kann zu einem Eingeweihten, und zwar durch Meditations- und Konzentrationsübungen, die einen dann in den Kontakt mit höheren Welten, mit diesem Geisterland bringen. Und dabei muss der Geheimschüler von einem Geheimlehrer angeleitet werden. Er muss demütig, unterwürfig und hingebungsvoll sein. Und nur so könne der Geheimschüler die, Zitat, ewigen Gesetze des Geisterlandes erfahren. Wenn ein solcher Geheimschüler es schafft, die 7. Stufe der Erleuchtung zu erreichen, sagt Steiner, dann erwirbt er die Fähigkeit des Hellsehens. Er begegnet den beiden Hütern der Schwelle. Der eine sieht aus wie ein Monster und verkörpert die eigene karmische Schuld. Und der andere ist eine Lichtgestalt, die den jungen Eingeweihten auffordert, künftig
an der Entwicklung der Menschheit mitzuarbeiten. Interessant ist, dass Steiner in diesem Buch, in dem er also diesen Einweihungsweg beschreibt, auch da wieder auf das Thema der Rasse zurückkommt und sagt, wer also ein Eingeweihter ist, der könne an der Entwicklung seines Volkes und seiner Rasse mitarbeiten und würde allmählich die Fähigkeiten der Volks- und Rassengeister, das sind also auch so Wesen, die in diesem Geisterland spuken, diese Fähigkeiten würde der erwerben. Üblicherweise beruht Wissenschaft, was immer man an ihr von der linken kritischen Position aus kritisieren kann, beruht aber nicht auf Hellseherei und Meditation, sondern darauf, dass ihre Erkenntnisse intersubjektiv nachprüfbar sind. Entsprechende Vorschläge hat man Steiner schon zu Lebzeiten gemacht. Er hat es stets abgelehnt. Entgegen ihrer Selbstdarstellung ist Anthroposophie aber keine Wissenschaft, sondern eine religiöse Bewegung. Und eine der Früchte dieser sogenannten Geheimwissenschaft ist die Vorstellung, die ist nicht sehr originell, die hat der Steiner von anderen übernommen, die Vorstellung, die sich schon in antiken gnostischen Lehren findet, die Vorstellung, dass in jedem Menschen eigentlich ein göttlicher Funke steckt, der schuldhaft mit der Materie verstrickt ist, und im Lauf der Zeit hätte eben dieser göttliche Funke die Chance, durch viele Reinkarnationen durchzugehen und dann vielleicht am Ende aller Zeiten sich wieder von der Materie zu lösen und mit dem Göttlichen zu vereinen. Also das ist sozusagen die große Perspektive, die der Steiner da entwirft. Und jetzt hat er im Einzelnen sehr detailliert beschrieben, wie dieser Weltenlauf vonstatten geht. Und einer seiner Anhänger, der Willi Konrad, der hat 1946, also das, was Steiner in vielen, vielen Büchern da schreibt, in diesem Schema zusammengefasst. Und die Grundidee ist also die, also wenn ihr hier oben diese Zeile nehmt, da sind verschiedene Planetennamen, der Mond wird auch als Planet gewertet, aufgeführt. Die Vorstellung ist, dass also nacheinander diese Planeten auseinander hervorgehen, auch reinkarnieren, und dass dann diese göttlichen Funken auf diesen Planeten reinkarnieren und leben. Und der göttliche Funke oder der Mensch würde auf dem ersten Planeten, dem Saturn, würde der praktisch ein Mineral darstellen. Also der göttliche Funke, der den Menschen ausmacht, auf dem ersten Planeten ein Mineral. Auf dem zweiten Planeten hat er die Pflanzenstufe erreicht, also da reinkarnieren wir alle als Pflanzen. Auf dem dritten, das ist der Mond, sind wir dann Tiere. Und erst auf dem vierten, auf dem Planeten Erde, nehmen wir dann menschliche Gestalt an. Und wer sich nun spirituell erleuchten lässt, dessen Geist hat die Möglichkeit, auf dem fünften Planeten, auf dem Jupiter, als Engel zu reinkarnieren und später dann als Oberengel und als Obererzengel. Also das ist so, das ist Überschrift gegenwärtiges Weltensystem, eine Zusammenfassung von Willi Konrad, 1946 in Dornach erschienen. Dornach in der Schweiz ist das internationale Zentrum der anthroposophischen Bewegung. Also so stellt sich Steiner, so stellt sich die Anthroposophie den Weltenlauf vor. Der ist notwendig, dabei werde der Mensch einerseits von Dämonen wie Ahriman und Luzifer in Versuchung geführt und andererseits von spirituellen Führern, von Geistern, Götterboten, Engeln, Erzengeln geleitet. Und Freiheit, das ist ein zentraler Begriff in der Anthroposophie, der sich in vielen Namensgebungen ausdrückt, zum Beispiel heißt meistens die freie Waldorfschule. Freiheit meint im Kern, dass der Mensch prinzipiell die Möglichkeit hat, diese göttliche Natur, also seine eigene göttliche Natur zu begreifen, sein Karma zu erkennen, an seinem Karma zu arbeiten und irgendwann dann als höheres Wesen zu inkarnieren. Also das ist der Freiheitsbegriff, der eigentlich dahinter steht. Jetzt beschäftigen wir uns ein bisschen damit, wie diese Theorie in die Konzeption der Waldorfpädagogik einfließt. Also ich betone es an der Stelle nochmal, Konzeption heißt nicht, dass wirklich jeder Lehrer in jeder Unterrichtseinheit das ganze Programm abspult. Die Idee ist, dass die Lehrer alle sich mit Anthroposophie beschäftigen und dass sie die Grundgedanken der Anthroposophie benutzen, um den Unterricht zu gestalten.
Also diese Vorstellung von Karma und Reinkarnation übernehmen westliche Esoteriker im 19. Jahrhundert aus dem Hinduismus und Buddhismus. Karma meint ein universelles Gesetz, wonach das Leben von jedem Menschen von seinen Handlungen in früheren Leben geprägt ist, ebenso wie die Taten in diesem Leben dann die künftigen Wiederverkörperungen beeinflussen. Bei Steiner ist es so, dass er sagt, die seelischen Anlagen, das körperliche Aussehen, das Geschlecht und die soziale Position eines Menschen seien durch sein Karma bestimmt. Also er spricht von einem Karma-Konto, wortwörtlich wie so ein Bankkonto, wo man eben negatives und positives Karma ansammelt, und sagt, wer eine Lungenentzündung bekommt, hat im früheren Leben ausschweifend gelebt und müsse jetzt gegen Luzifer kämpfen. Cholera in den Slums von Ländern, von Städten in Ländern der sogenannten Dritten Welt hätte demzufolge nichts mit Lebensbedingungen zu tun, sondern Steiner behauptet, Menschen mit schwachem Ich-Gefühl würden sich bei der nächsten Inkarnation Gegenden aussuchen, in denen Cholera auftritt, um ihr Selbstgefühl an derbsten Widerständen zu kräftigen. Wie die Karma-Lehre in den Unterricht einfließen kann, hat die frühere Waldorf-Schülerin Charlotte Rudolph in ihrem Buch Wege zur Versteinerung geschildert, und zwar am Beispiel des Sozialkundeunterrichts. In diesem Sozialkundeunterricht ging es um das Thema Marx und die marxische Theorie, und der Waldorf-Lehrer bietet jetzt eine sozusagen anthroposophische Erklärung, indem er den Schülern sagt, also Karl Marx hat früher schon mal gelebt, im frühen Mittelalter, als Adliger mit großem Grundbesitz in Nordfrankreich. Und dieser Marx war so ein Abenteurer, der nie genug kriegen konnte und deswegen immer wie ein Raubritter durch die Lande zog und andere Burgen und Dörfer überfallen und ausgeplündert. Und einmal, als dieser Marx mit seiner Truppe von so einem Raubzug zurückkehrt, muss er entdecken, dass jemand anders inzwischen seine Burg überfallen hat, seine Burg besetzt hat und von ihm verlangt, sich als Vasall zu unterwerfen. Marx, der Ritter Marx, unterwirft sich, wird Vasall. Der andere hat mehr Krieger als er und so muss er fortan dienen. Verständlicherweise hasst dieser Marx den neuen Herrn und entwickelt deswegen eine dem Herrschaftsprinzip abträgliche Gesinnung. Er überlegt also ständig, wie er diesen Usurpator wieder aus der Burg vertreiben kann, wie er also die Expropriation des Expropriateurs bewerkstelligen kann, aber es bleibt eine Wunschvorstellung, er ist zu schwach und das hat nun karmische Folgen. Diese beiden Persönlichkeiten, also dieser Raubritter Marx und der andere, der ihm die Burg weggenommen hat, sterben beide und sie werden beide im 19. Jahrhundert wiedergeboren. Derjenige, der damals seine Burg verloren hat, wird wiedergeboren als Karl Marx und der andere, der ihm damals die Burg abgenommen hat, wird wiedergeboren als Friedrich Engels. Und was sie damals, das Verhältnis, was sie im Mittelalter hatten, hat also karmische Folgen und prägt dann ihr Leben im 19. Jahrhundert. Und das heißt konkret, während Marx nun in London im British Museum an seiner politischen Ökonomie arbeiten kann, muss der Friedrich Engels an seinem schlechten Karma arbeiten und in der Fabrik seines Vaters mitarbeiten und schickt dann dem darbenden Marx in London immer wieder Geld. Selbstverständlich gibt es für diese Geschichte überhaupt keine Quellen. Es ist eine Fantasiegeschichte, die der Waldorf-Schülerin Rudolf da als echt vorgestellt wird. Die Quelle ist Rudolf Steiner, der seinen Anhängern weisgemacht hat, er sei ein großer Hellseher, der in die Zukunft und in die Vergangenheit sehen könnte. Die Waldorf-Pädagogen haben im Lauf der Jahrzehnte allerlei solcher Märchen, Fabeln und Sagen erfunden, mit denen sie versuchen, ihre religiöse Sichtweise zu vermitteln. Da gibt es auch die Geschichte von der Maus, die von der Katze gefressen werden muss, um zum Mäusegeist in den Himmel zu kommen und dann wiedergeboren zu werden. Diese Geschichten von Marx und den Mäusen illustrieren, wie Anthroposophie in die Waldorfpädagogik einfließen kann. Heißt aber nicht, dass nun tatsächlich jeder Schüler diese Geschichte auch wirklich erzählt bekommt. Aber es geht nicht nur um solche Einzelfälle, die Charlotte Rudolph da möglicherweise
ausgepickt hat, sondern es geht darum, dass für hochrangige Waldorf-Funktionäre die Lehre von Karma und Reinkarnation die Grundlage allen wahrhaften Erziehens ist. Das ist jetzt ein Zitat von Stefan Leber, einem wichtigen Waldorf-Funktionär von 1996. Waldorf-Pädagogik heißt es in einem Text von 2004 in der Waldorf-Zeitschrift Erziehungskunst, sei oder würde auf einem durch geisteswissenschaftliche Forschung gewonnenen Menschenbild hervorgehen, für das Reinkarnation und Karma geistige Erfahrungstatsachen sind. Die gesamte Waldorfpädagogik, ich bin jetzt immer noch im Zitat, ist in ihrem Kern auf einem Menschenbild aufgebaut, für das Karma und Reinkarnation zentrale Tatsachen sind. Der Autor dieses Artikels, Valentin Wember, 2004, ist selber Waldorflehrer und ist auch in der Lehrerfortbildung von Waldorflehrern tätig. Jetzt ist es so, dass in Anthroposophenkreisen es natürlich sehr beliebt ist, so untereinander, so in der Abteilung Tratsch und Klatsch, darüber zu spekulieren, was denn die anderen in ihrem früheren Leben wohl gewesen sein könnten. Da unterscheiden die sich nicht von den üblichen Besuchern einer Esoterikmesse. Aber das ist so als ein bisschen taktlos und als Eindringen in die Privatsphäre gilt. Also man macht es zwar, aber es ist eigentlich nicht wirklich nett. Für die Waldorflehrer wird eine Ausnahme gemacht. Ihnen ist, schreibt Wember, behutsames Spekulieren über das frühere Leben ihrer Schüler erlaubt. Ausgangspunkt ist die Vorstellung, der Glaube, dass der Körper eines Kindes von Kräften geformt sei, die auf frühere Erdenleben zurückgehen. Also das Karma formt auch den Körper dann. Wer in einem früheren Leben gelogen hat, schreibt der Herr Wember, dessen Leben ist in der nächsten Verkörperung davon geprägt. Die Individualität wird als geistig Behinderter wiedergeboren. Jetzt kann der Mensch die Wahrheit nicht mehr richtig erfassen, er wird schwachsinnig, schreibt Wember. Diese Zusammenhänge seien eine spirituelle Gesetzmäßigkeit, die der Geistesforscher Rudolf Steiner entdeckt hat. Zitat Ende. Der Erzieher solle sich vorstellen, dass er derjenige war, der im früheren Leben belogen wurde. Er müsse dem behinderten Kind verzeihen und ihm die Wahrheiten des geistigen Lebens beibringen. Also von ihrem Selbstverständnis her ist die Waldorfschule eine Schicksalsgemeinschaft. Niemand ist zufällig dort, sondern alle sind aufgrund ihres Karma dort. Der Erzieher arbeitet auch die karmische Schuld von Kindern ab. Also das ist jetzt mal die eine sehr wichtige Komponente in der Konzeption der Waldorfpädagogik. Die zweite ist die sogenannte Temperamentenlehre, die auf antike Vorstellungen zurückgeht. Anthroposophen glauben, dass jedes Individuum zunächst mal von einem der vier Temperamente dominiert wird. Also man hat Anlagen, Elemente aller vier Temperamente, aber eins dominiert. Und nach dem werden dann die Kinder zumindest in der Theorie sortiert. Es gibt den Choleriker, der ist feurig und willensstark. Der Sanguiniker ist lebhaft, zutraulich, unruhig. Der Melancholiker scheu und schwermütig, ein kleiner Egoist und Eigenbrütler. Der Phlegmatiker sei behäbig, er träumt mit offenem Mund und versucht, möglichst schnell das Pausenbrot aus dem Schulranzen zu ziehen. Jedes Temperament gilt als spezifische Form des Egozentrischen und der Mensch müsse lernen, eben in der Waldorfschule, sein Temperament zu beherrschen, statt von ihm beherrscht zu werden. Also alles, was ich jetzt vorgetragen habe, ist aus verschiedenen Texten, Büchern, Schriften, Wörterbuch der Anthroposophie von Caroline Heidebrand, eine der Begründerinnen der Waldorfpädagogik, die auch den ersten Lehrplan verfasst hat. Also keine Außenseiter. Der Klassenlehrer bestimmt das Temperament eines Kindes und verfügt danach die Sitzordnung in der Klasse. Zumindest ist das die Theorie in der Unterstufe. Links sitzen die Phlegmatiker, dann kommen die Melancholiker, dann die Sanguiniker und rechts draußen sitzen die Choleriker. Die Vorstellung ist, man setzt Kinder mit dem gleichen Temperament zusammen, dann spiegeln die sich und dann schleift sich das so ein bisschen ab. Für jedes Temperament gibt es bestimmte Übungen, selbst die Grundrechenarten werden als temperamentspezifisch vorgebracht, addieren sei dem phlegmatischen verwandt, subtrahieren dem melancholischen,
Und Steiner rät den Lehrern, sie sollten sich Cholerikern gegenüber nie eine Blöße geben und wenn sie am Pult von Phlegmatikern vorbeigehen, ab und zu kräftig mit dem Schlüsselbund auf das Pult hauen, damit sie aufwachen. Caroline Heidebrand, die ich schon vorgestellt habe, als eine Pionierin dieser alternativen Pädagogik, rät, das melancholische Kind nie kalt abzuwaschen, ihm Salat und leichtes Gemüse zu geben, der Choleriker solle dagegen Holz hacken und Nägel einschlagen und einen Phlegmatiker dürfe man morgens nicht erlauben, sich aus reiner Genusssucht lange in den warmen Federn schlafend und dösend zu räkeln. Welches Temperament einen Mensch prägt, ist, das könnt ihr jetzt wahrscheinlich schon selber beantworten, karmisch vorgeprägt. Steiner behauptet, ein Melancholiker sei im früheren Leben sehr viel alleine gewesen, der Choleriker habe viel erlebt. Wer ein angenehmes und oberflächliches Leben geführt habe, werde beim nächsten Erdenaufenthalt ein Phlegmatiker oder Sanguiniker. Jetzt ist das große Problem, dass die meisten Waldorflehrer keine Eingeweihten und keine Hellseher sind, aber zumindest der Theorie nach, also das Karma, die früheren Reinkarnationen und das Temperament der Kinder eigentlich bestimmen soll, weil darauf baut dann der Unterricht auf. Und weil sie nun keine großen Hellseher sind, ist man in der Waldorfpädagogik darauf verfahren, auf die sogenannte Phrenologie und Physiognomik zurückzugreifen. Diese Schädel- und Gesichts- und Körperdeutungen sind Ende des 18. Jahrhunderts entstanden. Da hat man so empirische Messmethoden mit sehr subjektiven ästhetischen Kriterien verbunden, die Schönheitsideale des antiken Griechenland, wie sie sich in irgendwelchen griechischen Statuen ausdrücken, waren da das Vorbild. Und die Hauptbeschäftigung der Anthropologen, die sich dieser Techniken bedienten, war, Menschen in Rassen aufzuteilen. Um 1900 war diese Phrenologie in Europa ungeheuer populär. Ganz wichtig, ein Mann wie Cesare Lombroso, Gerichtsmediziner aus Italien, der behauptet hat, man könnte aus einer bestimmten Schädelform schon auf einen Gewalttäter schließen. Bei den Anthroposophen ist es so, dass zwar inzwischen Phrenologie und Physiognomik längst widerlegt sind, aber das stört sie nicht besonders. Sie glauben, der Choleriker hätte einen kurzen Hals und kurze Beine. Die Sanguiniker sind zart und wohlproportioniert, die Melancholiker hochgewachsen, schmal und hager. Und die Phlegmatiker, die ja immer gleich das Pausenbrot rausziehen und verspeisen, die sind rund und wohlgenährt. Der Kopf eines Kindes gilt als, Zitat, Offenbarung von Ich und Seele, in dessen Form sich das innere Wesen aus den vergangenen Erdenleben ausdrückt. Und auf dieser ideologischen Grundlage hat nun der Arzt Norbert Glas in 5 Bänden beschrieben, wie angeblich das Gesicht die Temperamente, die Füße den Willen, die Ohren den Charakter und die Hände einen ganzen Menschen enthüllen. Das ist jetzt so der Teil zum Mitmachen fürs Publikum. Ihr könnt alle mal euch eurem Nachbarn zuwenden und dessen Ohr anschauen und begutachten. Diese 5 Bände von Norbert Glas, die bis in die frühen 90er Jahre immer wieder aufgelegt worden sind, bestehen also aus lauter solchen Kombinationen von Bildern, von einzelnen Körperteilen und dazu dann entsprechende Texte, in denen das erklärt und gedeutet wird. Und jetzt bei den Ohren ist es so, dass er sagt, dass die Form, die Gestaltung dieses oberen Teiles, das würde angeblich sehr viel aussagen über die Fähigkeiten und den Charakter eines Menschen. Diese ersten beiden Ohren, da sagt er, dieser obere Teil sehr harmonisch, fast halbkreisförmig gestaltet und daraus könnte man schließen, dass das Denken der entsprechenden Träger dieser Ohren gut ausgebildet sei, dass sie hohe analytische Fähigkeiten hätten, dass sie auch sehr bildhafte, künstlerische Fähigkeiten hätten, die hoch entwickelt sind. Dann kommen wir zu dem, da sehen wir jetzt schon, dass das jetzt kein so optimaler Halbkreis und nicht so wahnsinnig harmonisch ist. Und Herr Glas erzählt uns dazu, dass wer ein solches Ohr hat, das oben so aussieht, der würde zur Oberflächlichkeit und Flüchtigkeit neigen und er würde sich einseitig auf abstraktes Denken kaprizieren. Dieses Ohr hier, für mich,
optisch nicht ganz nachvollziehbar, aber für Herrn Glas ist es ein Spitzohr. Und am Spitzohr erkennt man den lügnerischen Menschen. Dann hat man hier dieses abgeflachte Teil, da sagt er, da sieht man also jemand, der sehr schwache Denkkräfte hat, also jemand, der eigentlich dumm ist. Also so zieht sich das irgendwie durch. Und man kann davon ausgehen, das war zumindest die Idee, dass sich Waldorflehrer anhand solcher Bücher oder solche Bücher als Hilfsmittel benutzen, um ihre Schüler in diese diversen, wie ich finde, sehr abstrusen Kategorien zu sortieren. Ein weiterer Punkt ist die Vorstellung von den Wesensgliedern und auch so eine gewisse Zahlenmystik. Anthroposophie geht davon aus, dass der Mensch aus 7 beziehungsweise 9 Lebensgliedern, Wesensgliedern besteht, die sich beim Einzelnen so in 7 Jahreszyklen entfalten. Also am Anfang, man kommt auf die Welt, ist eigentlich nur ein menschlicher Körper da, physischer Leib, dann kommt der Ätherleib dazu. Da sitzen die Temperamente, das ist der eigentliche Architekt des Körpers. Dann kommt mit 14 der Astralleib dazu, der für Bewusstsein, Lust und Schmerz verantwortlich ist. Und dann erst mit 21 entwickelt der Mensch ein Ich-Bewusstsein oder kann ein Ich-Bewusstsein entwickeln. Das wird dann nochmal aufgeteilt, dieses Ich in 3 Untergruppen, nämlich die Empfindungsseele, die Verstandesseele und die Bewusstseinsseele. Und hier mache ich schon mal einen kleinen Vorgriff auf die Rassentheorie. Diese Vorstellung der Ausbildung dieser verschiedenen Komponenten des Ich ist auf der einen Seite etwas, was jedes Individuum durchläuft, und auf der anderen Seite ist es verknüpft mit dieser Rassentheorie, wonach die Ausbildung bestimmter Komponenten dieser Seele jeweils bestimmten Völkern und Rassen zugeordnet wird. Da kommen wir dann nachher nochmal drauf. Und am Ende stehen dann die höheren Wesensglieder, von denen Steiner sagt, die seien früher natürlich entstanden und heute nur durch Spiritualität, sprich Anthroposophie, erreichbar und würden dann in der 6. und 7. Epoche, das ist in ferner Zukunft, würden die wieder allgemein werden. Diese Vorstellung von diesen Wesensgliedern fließt jetzt in die Waldorfpädagogik ein. Das habe ich versucht hier nochmal darzustellen. Ihr seht die Literatur, das sind lauter aktuelle Sachen, 2007 bis 2010. Also die Vorstellung am Anfang ist nur dieser physische Leib vorhanden, von der Geburt bis etwa 7. Lebensjahr. Das sei eine Wiederholung der Periode auf dem Saturn. Das ist das, was ich euch am Anfang gezeigt habe, diese Kosmologie mit den Planeten. Also da wird immer alles mit allem wieder verknüpft. Also das Kleinkind wiederholt sozusagen das, was auf dem Saturn schon mal alle durchlaufen haben. Und es ist in erster Linie ein Wesen, was nur nachahmen will. Deswegen in der Waldorfpädagogik im Kindergarten oder in den ersten Jahren die Nachahmung großgeschrieben wird. Und da heißt es dann in der Zeitschrift Erziehungskunst 2007, ein Kind, ein Sechsjähriger, der sagt, ich will Nutella zum Frühstück, der hätte ein verfrühtes Ego. Also das sei eigentlich nicht ganz richtig gewickelt. Dann kommt die zweite Stufe, der Ätherleib, das ist jetzt wieder der Mond, Mondperiode, vom Zahnwechsel an, da würden die Kinder werden eigentlich bereit, die selbstverständliche Autorität des Lehrers zu akzeptieren. Das ist die Phase, in der die Temperamente ausgeglichen werden sollen. Und es ist die Zeit, über die Steiner sagt, kritisches Denken für 7- bis 14-Jährige ist eigentlich Gift für die Seele. Erst mit der Pubertät, wo der Astralleib dann eintritt, da wird sozusagen die Sonnenepoche nochmal nachgeholt, die tierische Entwicklungsstufe, da sei dann Denken mit Herz, Gemüt und Willen, aber kein Intellektualismus gefragt im Unterricht. Und erst mit dem 21. Lebensjahr entsteht das Ich, der Mensch ist vollständig angekommen, erst da ist er wirklich selbstständig, bildet eine Individualität aus, und eigentlich, sagt Steiner, sollen sich Menschen auch erst ab dem 21. Lebensjahr mit Sexualität beschäftigen. Eine weitere Komponente ist der Geisterglaube. Ich habe es am Anfang schon gesagt, Steiner geht von einer unsichtbaren Welt aus, unsichtbaren Wesen, Engeln, Rassengeistern, Dämonen. Und dazu gibt es dann auch noch die sogenannten Naturgeister, sogenannte Elementarwesen.
Und die spielen in der Pädagogik eine ganz große Rolle, weil diese Elementarwesen uns angeblich überall umschwirren. Es gibt eigentlich keinen Flecken Erde, auf dem es nach Steiner nicht diese Elementarwesen gibt. Sie sind untereinander hierarchisch angeordnet. Es gibt Elementarwesen als fleißige Arbeiter und es gibt Faune, die als Oberelementarwesen einen Baum umschwirren. Darüber gibt es dann regionale Baumwesen und über allem thront Pan, der König der Naturwesen, heißt es im April 2011 in der Zeitschrift Erziehungskunst. Die haben in dieser Ausgabe diesem Thema Elementarwesen einen Schwerpunkt gewidmet. Auch in allen Wohnungen, sagen sie, sitzen Elementarwesen wie Zwerge und als Leitung aller Geister einer Wohnung fungiert ein sogenanntes Wohnungswesen. Steiner hat gesagt, dass es sich bei diesen Elementarwesen um verzauberte Wesen handelt, die sich für die Menschheit aufopfern würden. Und jeder Mensch, der achtsam sei gegenüber der Natur, der würde von diesen Elementarwesen wahrgenommen und belebt. Und wenn ein Mensch die Außenwelt geistig aufnimmt, wenn er eben nicht intellektuell und materialistisch eingestellt wird, wenn er fleißig und zufrieden ist, dann würde er helfen, die Elementarwesen zu erlösen. Unter diesem Aspekt sind dann in der Pädagogik sowohl die Hausaufgaben als auch Sekundärtugend wie Fleiß und Strebsamkeit, Pflicht und Engagement zu sehen, heißt es in dem von mir zitierten Heft der Erziehungskunst. Wenn also in Waldorf-Kindergärten und Schulen gebastelt wird, gefilzt und gemalt, dann geht es auch darum, die Stimmung dieser Elementarwesen zu treffen. Die sollen sich wohlfühlen, wenn die Kinder da fleißig basteln und am Ende werden sie dann vielleicht erlöst. Da sieht man dann auch den Übergang zu einer Vorstellung, die eigentlich Pädagogik als so eine Art religiösen Erziehungsdienst betrachtet. Kindgerecht, das ist was ein Begriff, mit dem Anthroposophen und Waldorfschulen werben, bedeutet im Kern etwas ganz anderes, als wir landläufig darunter verstehen. Kindgerecht heißt in der Waldorfpädagogik, dass Kinder nach diesen Schablonen, die ich jetzt vorgestellt habe, Karma, Reinkarnation, phrenologische Vorstellungen, Temperamente, dass sie sortiert werden. Und diese Mischung von obskuren Vorstellungen, das ergibt die anthroposophische Menschenkunde. So werden Menschen beurteilt nach Steiner. Und diese Menschenkunde, heißt es in der Waldorf-Literatur, die würde die Gewähr dafür bieten, dass ein einheitliches Element die verschiedenen Lehrer verbindet und zu einer verantwortungsvollen Führung der Schule vereinigt. Die anthroposophische Menschenkunde, also ich zitiere jetzt, ist Erkenntnis und moralische Gesinnung. Sie ist für den Lehrer ein Mittel der Selbsterziehung. Hier sind alle Waldorfschulen verpflichtet. Die Treue zur erkannten Wahrheit verbindet die Lehrer zur Schicksals- und Lebensgemeinschaft, erklärt Heinz Zimmermann, Leiter der pädagogischen Sektion am Goetheanum. Der Lehrer soll in diesem Sinn Repräsentant des freien Geisteslebens sein, also Anthroposoph. Ganz offen wird zum Beispiel von der Zeitschrift Info 3, die so als liberales Blättchen in der deutschsprachigen Anthroposophie gilt, postuliert, die Waldorfschule ist eine Weltanschauungsschule, weil sie eben auf diesen esoterisch-okkulten Vorstellungen von Steiner basiert. Jetzt kommen wir zu diesem Thema des Rassismus. Ich steige ein mit diesem Vorfall in den Niederlanden 1994, wo eine Frau in den Heften ihres Kindes so eine Einteilung der Menschheit gefunden hat, also schwarze Rasse kindlich, gelbe Rasse heranwachsend, weiße Rasse erwachsen, rote Rasse gealtert und vergreist. Sie ist dann damit zur Schule gegangen, hat sich beschwert und ihr ist gesagt worden, naja, du hast da den Rudolf Steiner nicht richtig verstanden, der hat das ganz anders gemeint. Das ist so eine Reaktion, die wir aus Debatten hierzulande kennen. Die Frau hat sich zum Glück nicht einschüchtern lassen und die Presse informiert. Und das gab dann einen richtigen Skandal, einer von vielen, die von Anthroposophen immer als Einzelfälle abgetan werden. Aber ich denke, dass diese Einzelfälle, ebenso wie das Coming Out von
Nazi-Waldorf-Lehrern wie Bernhard Schaub oder Andreas Mohlau tatsächlich zurückzuführen sind auf eine ganz bestimmte Theorie. Steiner ist in der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie geboren worden und aufgewachsen. Er hat sich als Student in Wien in einem nationalistisch-antisemitischen Milieu bewegt, hat dort für eine deutschnationale Zeitschrift gearbeitet und er war überzeugt davon, dass die Deutschen in dieser Donaumonarchie eine besondere Mission haben, nämlich dass sie aufgrund ihrer kulturellen Überlegenheit die Slawen und Ungarn zu erziehen haben. Wir werden sehen, dass genau diese Vorstellung dann in der Anthroposophie wieder auftaucht. Diese Idee von den Wurzelrassen, die ich anhand von Steiner vorstellen will, ist hat er nicht hellseherisch erfasst, sondern er hat er von der Frau Blavatsky abgekupfert, der Begründerin der theosophischen Gesellschaft. Und Steiner behauptet nun, dass auf dem Planeten Erden nacheinander 7 Wurzelrassen mit je 7 Unterrassen auftauchen. Und viele dieser Rassen haben in bestimmten historischen Phasen laut Steiner bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Wenn ihre Mission erfüllt ist, dann gelten ihre Nachkommen für Steiner als entwicklungsunfähig und dekadent. Also zum Beispiel die Franzosen und die Italiener, die gelten als Nachfahren der Römer, die haben aber sozusagen ihre Aufgabe 1413 erfüllt und deswegen seien die Franzosen und Italiener in der Gegenwart dekadent und spirituell nicht entwicklungsfähig. Die Nachfolger sind nämlich die Germanen als 5. arische Unterrasse und ihre Aufgabe sei es bis ins Jahr 3573 das göttliche Ich im Menschen zu entdecken und die Respiritualisierung einzuleiten. Also hier, das ist jetzt eine Zusammenfassung von mir, ihr erinnert euch wahrscheinlich noch an dieses Bild von der Kosmologie, das ich am Anfang gezeigt habe, wo es um diese 7 Planeten geht und diese verschiedenen Zustände und jetzt ist es wie eine Ausschnittvergrößerung. Jetzt schauen wir uns sozusagen das planetarische Zeitalter Erde an und da sagt der Steiner, da treten eben nacheinander 7 Wurzelrassen auf, die polarische Wurzelrasse, die hyperboreische Wurzelrasse, da haben die Menschen noch gar keine richtige Gestalt, die sind so kaugummiartige Wesen, die sich so bewegen können und dann erst mit den Lemurien treten also menschliche Wesen auf, die so ungefähr schon in unsere Richtung aussehen und die Nachkommen dieser Lemurier seien die degenerierten Ureinwohner Australiens und die Pygmäen und Buschmänner Afrikas. Er bewegt sich damit vollkommen in den rassistischen Vorstellungen des 19. Jahrhunderts, wo also unter den Schwarzen für die Europäer immer noch die Aborigines und die Pygmäen rangiert haben. Das übernimmt er einfach. Dann kommt die atlantische Wurzelrasse, die angeblich auf diesem Kontinent Atlantis gehaust hat. Und da beschreibt er jetzt 7 Unterrassen, die jeweils bestimmte Fähigkeiten haben, bestimmte Dinge entwickeln. Die ersten können noch zaubern. Die zweiten entwickeln einen Ahnenkult, die dritten bilden Staaten. Ihre Nachkommen sind die heute erstarrten Indianer bei Steiner. Dann kommt eine Gruppe, die Ur-Turanier, das sind sozusagen die Vorläufer der Türken, die sind egoistisch und triebhaft. Und dann kommen die sogenannten Ursemiten, das ist ganz interessant, weil die sind neuerungssüchtig, sie sind areligiös, aber sie stellen den Kern für die nächste Wurzelrasse, nämlich die Wurzelrasse der Arier. Und diese Arier sind sozusagen für die Gegenwart die entscheidende Gruppe. Da teilt also auch wieder auf 7 verschiedene Rassen, die jeweils über Jahrtausende führend sind. Und wir befinden uns jetzt praktisch in dieser Epoche. 5. arische Wurzelrasse, 5. germanische Unterrasse. Aufgabe ist, das Ich-Bewusstsein zu entwickeln und die Rückkehr zur Spiritualität einzuleiten. Im Jahr 3573 wird dann sozusagen die esoterische Staffel an die Slawen weitergegeben. Die heutigen Slawen werden von anthroposophischen Autoren als roh, naiv, brutal, kindisch beschrieben. Und nur wenn sie sich sozusagen an den Germanen orientieren, wenn sie sozusagen germanische Kultur übernehmen, dann sind sie in der Lage, sich sozusagen weiterzuentwickeln und irgendwann die Stafette zu übernehmen. Ganz unschwer erkennt man in dieser Vorstellung das, was der Steiner als Student schreibt über das Verhältnis der Deutsch-Österreicher zu den Slawen in der Donaumonarchie, wo er auch schon die Vorstellung hat, die Deutschen sind kulturell überlegen und sie sind die Kulturbringer für die Slawen.
Das ist jetzt sozusagen, ja, 12, 13 Jahre später, in der esoterischen Fassung vertritt er das wieder. Und dann am Schluss kommen die Amerikaner, das ist sozusagen anti-amerikanisches Ressentiment, das ist die finstere Saturnrasse. In Amerika würden die Kulturen aussterben und moderne Anthroposophen schreiben zum Beispiel in der Zeitschrift Die Drei, die die anthroposophische Gesellschaft in Deutschland rausgibt, dass also auf dem amerikanischen Kontinent der Dämon Ahriman regiert und das eigentlich ein Todeskontinent ist. Also das findet sich auch schon bei Steiner. Jetzt machen wir mal noch eine kleine Ausschnittvergrößerung. Das ist jetzt Steiner selber 1907 in Basel. Da entwirft er für seine Zuhörer diese Grafik an der Tafel. Ihr seht, dass er dort den Begriff der Rasse nicht verwendet, aber es funktioniert auch ohne Rasse. Das ist sozusagen typisch für die heutige Diskussion. Anthroposophen heute sprechen im Regelfall bis auf ein paar völlig behämmerte Rechtsaußenleute nicht mehr von Rasse, sondern die sprechen von nachatlantischen Zeitaltern und Kulturepochen. Aber ihr meint es das gleich. Wir sehen auch, der Meister persönlich kommt ohne den Rassenbegriff aus. Und es gibt also diese Hochentwicklung, Polarzeit, Hyperborea, Lemuria, Atlantia und an der Spitze stehen die Arier. Und hier gehen sozusagen die Seitenzweige, die Seitenentwicklungen gehen ab, niedere Säugetiere, höhere Säugetiere, Affen, Indianer. Wie eine Ausschnittvergrößerung nochmal ist diese Zeichnung aus dem gleichen Vortrag. Und da wird es dann auch nochmal deutlich, also hier hat er jetzt statt Arier Europäer geschrieben, Atlantia, Europäer, Aufwärtsentwicklung der Menschheit, die Affen als Seitenlinie, dekadente Abzweigung. Also bis heute lehnt die Anthroposophie die darwinistische Evolutionslehre, also im Kern der Mensch stammt vom Affen ab, lehnt sie ab und sagt umgekehrt, nein, der Affe stammt vom Menschen ab, ist eine dekadente Abzweigung, genauso wie die Indianer. Der Text dazu lässt auch keinen Zweifel daran, wie das gemeint ist, dieses Schema. Er sagt nämlich, die Europäer sind hinaufgestiegen zu einer höheren Kulturstufe, während die Indianer stehen geblieben und in Dekadenz gekommen sind. Diesen Entwicklungsvorgang muss man immer beachten. Das ist für ihn ein Grundmuster der historischen Entwicklung, nämlich dass es Veränderungen gibt und Entwicklung und dass sich sozusagen, es gibt einen Teil der Menschheit, der sozusagen sich immer weiter nach oben entwickelt. Und die anderen, die die Entwicklung mitmachen, sagt er, das sind Seitenzweige, die nicht mehr in die Verhältnisse hineinpassen, die werden dekadent. Wir haben einen geraden Entwicklungsstamm und abgehende Seitenzweige, die verfallen. Also alle die Äußerungen von Steiner, die es gibt, wo er sagt, ja, der Völkermord der europäischen Kolonialisten in Amerika, das ist sozusagen karmisch vorherbestimmt, weil das sind ja, die Indianer sind ja eine Gruppe, die verfallen muss. Das findet sich auch schon bei der Blavatsky. Solche Einzelaussagen gehen immer zurück auf dieses Grundschema, was er da hat. Und die Japaner, von denen ich am Anfang gesprochen habe, die gelten wie die Chinesen und Tibeter als Angehörige der sechsten Unterrasse, der vierten atlantischen Wurzelrasse. Sie leisten keinen eigenen positiven Beitrag. Sie gelten bei Steiner als dekadent und entwicklungsunfähig und genau auf diese Vorstellung spielen die von mir am Anfang zitierten Artikel über Fukushima von 2011 an. Also auch da sieht man, ohne dass der Begriff der Rasse gebraucht wird, wird aber so dieses Grundmuster, diese Grundvorstellung von der Aufwärtsentwicklung der Menschheit, die verkörpert ist in bestimmten Menschengruppen, die bei Steiner dann teilweise als Rassen bezeichnet wird, ein Begriff, der dann eben heute nicht mehr verwendet wird, aber das Grundmuster ist eigentlich das Gleiche. Ich mache jetzt einen kurzen Durchgang, weil die Zeit wahrscheinlich fortschreitet. Das ist hier Jahrbuch der naturwissenschaftlichen Sektion der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanum Dornach. Ein ganz hochtrabender Titel. Das Goetheanum in Dornach ist das Zentrum der Anthroposophie. Und was Sie da unter Naturwissenschaft verstehen, ist Rassenkunde. Da gibt es einen Aufsatz von 1928, in dem es wieder darum geht, zu behaupten, es gäbe eben diese Hauptrassen und wer welcher Rasse angehöre, das könnte man eben erkennen, wenn man sich ansieht, was für ein
also wie der Kopf der einzelner Menschen ausschaut. Also so ähnlich wie der Glas das für die Lehrer und die einzelnen Kinder macht, machen die das jetzt in dem rassistischen Kontext, indem sie dann sagen, ja, man könnte eben an den einzelnen Köpfen schon sehen, was das ist. Das ist jetzt hier links oben ein sogenannter Neger aus Togo. Die Kopfform sei knabenhaft, der Hirnschädel auf der Knabenstufe stehen geblieben. Kindhafte Zustände, also schwarze Afrikaner gelten in der Anthroposophie immer als kindliche Wesen, die eigentlich der Führung und Leitung durch Europäer bedürfen. Das kommt da drin zum Ausdruck. Die Malaien, animalisch schwach, die gelten also auch als Abkömmlinge dieser Mongolen. Dann kommen unten die Mongolen nochmal selber, merkwürdig, träger, starrer Ausdruck des Gesichts. Also die reißen garantiert nichts mehr in anthroposophischer Vorstellung. Und hier haben wir dann nochmal den Tamilen, der jetzt eingemeindet wird als Angehöriger der indogermanischen Völker. Wir empfinden die Harmonie der Hauptorganisation. Also so wie das Ohr, das harmonisch geformte Ohr, ein Hinweis auf Intelligenz und Kreativität ist, finden wir das hier auch, jetzt das ganze Haupt, die Harmonie dieser Hauptorganisation eines Indogermanen zeigt, dass das ist die eigentliche Rasse, die am Geiste schafft, wie Steiner das sagt, wie die Menschheit voranbringt. Und hier unten der Indianer, das Haupt erscheint alt, überaltert, Bartbildung unterdrückt. Das ist also jemand, diese Indianer sind dekadent und sind zum Untergang bestimmt. Dann gibt es von, jetzt sind wir schon in der Nachkriegsepoche, 1953 Günter Wachsmuth, Generalsekretär der Internationalen Anthroposophischen Gesellschaft, schreibt ein Buch über den Werdegang des Menschen. Der Titel verweist schon darauf, worum es geht, nämlich wieder um diese Wurzelrassenlehre. Und da macht man Bezeichnungen. Das ist also dieser mysteriöse Kontinent Atlantis, der auf griechische Sagen, Vorstellungen zurückgeht. Und die Vorstellung ist also die, als Atlantis in den Fluten des Ozeans versinkt, gibt es einzelne Gruppen von Überlebenden, die in verschiedene Richtungen auswandern, jeweils von verschiedenen Tempeln. Also beispielsweise von hier unten nach darüber, das sind die Indianer, die sich dann nicht mehr weiterentwickeln. Die wichtigsten sind hier oben am Jupiter-Tempel. Die wandern nach Osten aus, ziehen dann, eine kleine Gruppe zieht weiter durch Europa und Asien bis Himalaya. Und diese Gruppe unter der Führung von Götterboten und spirituellen Führern, das ist der Kern der fünften arischen Wurzelrasse. Und nachdem die sich im Himalaya gefunden und geformt haben, ziehen diese Arier vom Himalaya, anthroposophischer Vorstellung, wieder Richtung Westen und gründen auf ihrem Weg sämtliche Hochkulturen der alten Welt. Also man kann unschwer erkennen, dass diese Vorstellung von den Ariern natürlich ganz ähnlich ist wie die Vorstellungen, die in der gleichen Zeit von völkischen Gruppen, von Nationalsozialisten vertreten worden sind. Es gab dann immer Streitereien zwischen Nazis, zwischen bestimmten Nazi-Fraktionen und Anthroposophen, weil es bei den Nazis einige gab, die haben behauptet, nee, völliger Quatsch, die Arier kommen nicht aus Asien, sondern da gab es da oben noch irgendwo einen Kontinent, der heißt Thule und die kommen eigentlich von da. Also das waren so Diskussionen in den 20er Jahren, eine Debatte unter Rassisten. Und trotzdem möchte ich an der Stelle einen Punkt betonen, der mir ganz wichtig ist. Es gibt, man darf den Nationalsozialismus und auch die nationalsozialistische Vorstellung von Rassen, darf man nicht mit den Vorstellungen der Anthroposophie in einen Topf werfen. Es sind zwei wirklich völlig unterschiedliche Dinge. Das Ziel der Nationalsozialisten ist, ideologisch und praktisch als minderwertig definierte Rassen zu versklaven und zu vernichten. Das ist nationalsozialistischer Rassismus und damit hat die Anthroposophie nichts am Hut. Bei den Anthroposophen geht es um die Höherentwicklung des Geistes, um die Höherentwicklung der geistigen Funken und die können eben auch in Körpern von Angehörigen von als minderwertig oder dekadent definierten Rassen reinkarnieren. Anthroposophischer Rassismus ist so eine Art karmische Entwicklungshilfe, faktisch Anmaßung und Bevormundung und eigentlich, wenn man
diesen ganzen esoterischen Brimborium da mal wegnimmt, dann konserviert eigentlich die Anthroposophie eine kolonialrassistische Haltung, wie sie in der Entstehungszeit der Anthroposophie um 1900 ganz weit verbreitet war, also insbesondere auch in liberalen Kreisen bis weit in die Linke hinein, die nämlich behauptet haben, die Aufteilung der Welt unter die führenden kapitalistischen Staaten, also die koloniale Beherrschung und Ausplünderung, die geschehe ja eigentlich nur zum Wohl der Wilden und Barbaren in Übersee, denen man die Segnungen der Kulturvölker bringe. Das sei die Bürde des weißen Mannes, das war so ein Schlagwort damals. Also eigentlich haben die Weißen gar nichts davon, sondern sie nehmen die schwere Last der Verantwortung auf sich, um die Wilden auf diesem Planeten zu zivilisieren. Und ganz ähnlich ist die Vorstellung, die eigentlich in der Anthroposophie bei Steiner dahinter steckt und die bis heute nicht kritisch aufgearbeitet ist. Da gibt es jetzt noch eine Zeichnung, da ist dann auch die Heimat der Lemurier. Dann gibt es diese vielen Aussagen von Steiner und auch seinen Nachfolgern über Schwarze. Schwarze werden bei Steiner eigentlich im Stil des Stammtischrassismus als triebgesteuerte, infantile Wesen dargestellt, was er damit erklärt, dass sie in der Sonne Afrikas ständig von innen gekocht würden. Es gibt diese Geschichte, wo er behauptet, wenn weiße Frauen Negerromane lesen würden, also Romane, in denen Schwarze als Protagonisten auftreten, dann würden diese Frauen durch geistiges Lesen Mulattenkinder gebären, was er nicht wollte, denn, Zitat Steiner, die Negerrasse gehört nicht zu Europa. Es ist natürlich Unfug, dass sie jetzt in Europa eine so große Rolle spielt. Der Hintergrund, sind Vorträge von 1923, ist diese Besetzung des Rheinlandes durch französische und belgische Truppen, wo sehr viele Kolonialsoldaten, Schwarze dabei waren. Ein Umstand, der ja von der gesamten deutschen völkischen Rechten erbittert bekämpft worden ist und angeklagt wurde bis hin zu der Zwangssterilisierung der sogenannten Rheinland-Bastarde in der NS-Zeit, also der Kinder, der Mulattenkinder, die nicht durch geistiges Lesen zustande gekommen sind, sondern durch Beziehungen zwischen deutschen Frauen und diesen Kolonialsoldaten. Für Steiner war jedenfalls klar, die weiße Rasse ist die zukünftige, ist die am Geiste schaffende Rasse. Ich nehme das immer so raus, dieses Zitat, weil es immer Diskussionen gibt über Zitate, die aus dem Zusammenhang gerissen werden von mir. Und jetzt habe ich hier mal dieses Zitat rausgerissen und hier habe ich den Kontext und dann sieht man, das wird dadurch nicht viel besser. Und da sagt er sogar, in der Zukunft werden aus den Rasseeigentümlichkeiten Dinge hervorgehen, die man kennen muss, damit man sich richtig hineinstellt ins Leben. Da kommt nochmal die gelbe Rasse, die stirbt aus und so weiter. Also es ist ganz klar, die Schwarzen, die sind dem Irdischen verhaftet. Wenn sie nach Westen gehen, werden sie zu Indianern und sterben aus. Also das ist der Kontext dieses Zitats. Es gibt auch nochmal so Zeichnungen von Steiner, wo er das auch nochmal schön hat. Hier die Schwarzen, die werden vom Triebleben gesteuert, vom Hinterhirn, und der Weiße, der werde durchs Vorderhirn gesteuert und sei deswegen entwickelt er das Denken am meisten. Hier auch wieder der Wachsmut, der Generalsekretär 1928, sowie die Pflanzen ichlos und dumpf vegetierend den Wirkungen der Sonnenstrahlen hingegeben sind, so ist bei den ich-schwachen schwarzen Rassen, das ist das Zentrale, die Schwarzen werden als ich-schwach bezeichnet. Im Unterschied zu den Weißen seien die eben bevorzugt. Und man findet dann 1995, die Anthroposophie in Deutschland muss sich mit dem Vorwurf des Rassismus auseinandersetzen. Und die anthroposophische Gesellschaft reagiert mit dieser Broschüre und die These heißt, die Gliederung nach Rassen und Großrassen zähle zu den inkarnativen Bedingungen der geistigen Personalität. So, das ist das Dogma. Rassenkunde generalisiert, die rassische Leibkonstitution ist Hüllennatur, also das ist natürlich dann sozusagen das spezifisch anthroposophische, was ich vorher schon gesagt habe, dass sie sagen, das Wichtige ist ja der göttliche Funke, das andere ist ja nur ein materielles Gefäß und wir werden ja immer wieder geboren und deswegen sei das eigentlich nicht rassistisch.
gemeint. Da haben wir wieder den Herrn Leber 1997 in einem Standardwerk über Waldorfpädagogik. Da muss er sich jetzt auch mit diesen Kritikpunkten auseinandersetzen und sagt, das Triebleben des Schwarzen mit seiner stoffwechselhaften Natur wird von Steiner, ist es gemeint, nur scheinbar abschätzig beurteilt. In Wirklichkeit erweist es sich als Überlegenheit und Vorzug, nämlich als Schutz vor dem Fall in den Materialismus, dem der Weiße so leicht erliegt. Also hier wird sozusagen das Triebleben der Schwarzen, was eine bayerische Prinzessin mal in dem Satz "Der Neger schnackselt gerne" zusammengefasst hat in der Talkshow, das wird jetzt hier so sinnstiftend veredelt als Schutz vor dem Fall in den Materialismus. Und der Ravalli, das ist so der Chefverteidiger der anthroposophischen Gesellschaft vor Rassismusvorwürfen, Redakteur der Zeitschrift Erziehungskunst, sagt dann, Steiner vertritt einen Ethnopluralismus. Das ist der zentrale Begriff, den die Neue Rechte seit den 70er Jahren verwendet, weil wenn man den Begriff der Rasse vermeiden will, da kann man dem Ravalli durchaus zustimmen. So würde ich es auch einschätzen. Insofern ist die Anthroposophie durchaus auch wieder anschlussfähig an moderne Vorstellungen und Konzepte des Rassismus. Man könnte jetzt hier ewig irgendwelche Beispiele bringen und ich überspringe das jetzt alles. Ich will es nur in einem Punkt zusammenfassen. Diese ganzen Zitate, die ich jetzt nicht im Detail vortrage, die stammen alle aus Büchern, die 1998 in dieser Broschüre als Vorbereitung für den Unterricht angegeben wurde. Das ist eine Broschüre, herausgegeben von der Pädagogischen Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen. Ihr wisst, an den Waldorfschulen gibt es nicht in dem Sinn Schulbücher, wie es das an den öffentlichen Schulen gibt. Und deswegen haben sie immer ein bisschen das Problem, was macht man stattdessen, was verwendet man stattdessen. Und jetzt ist das sozusagen so eine Art, ja, wie eine Krücke, dass die Lehrer sich eben im Unterricht, in den einzelnen Fächern, in den einzelnen Jahrgangsstufen anhand dieser Literatur vorbereiten. Und da tauchen jetzt zumindest nach meiner Recherche mindestens 40 Bücher auf, die voll von diesen rassistischen und auch antisemitischen Stereotypen sind. Am bekanntesten ist dieses Buch von dem Herrn Ueli geworden, ein enger Mitarbeiter von Rudolf Steiner. Das Buch ist 1957 neu aufgelegt worden und da taucht eben auch wieder dieser Satz auf, dass es die weiße Rasse sei, die am Geiste schafft, und alle anderen haben sich eigentlich dieser Führung da unterzuordnen. Ja, wenn es interessiert, kann man das in der Diskussion nochmal so ein bisschen, kann ich in der Diskussion nochmal das ein oder andere bringen. Jetzt bin ich wieder bei Einzelfällen, das ist natürlich nicht typisch, das ist jetzt aus einem Heft eines Waldorfschülers, Geschichtsunterricht, und da heißt es, zwischen Europa und Asien, da gab es mal einen Kontinent namens Atlantis, und dort entstanden die verschiedenen Menschenrassen. Also im Einzelfall, ich betone jetzt Einzelfall, weil keiner von uns kann sagen, niemand weiß, wie oft es tatsächlich vorkommt, aber hier sieht man dann sozusagen, wie die gesamte Wurzelrassentheorie jetzt hier von dem Schüler in der Unterstufe in dieser Version dann in seinem Heft auftaucht. auch was das Thema Antisemitismus betrifft, also auch dafür gibt es in dieser Broschüre etliche Beispiele. Eins ist das Buch von Karl Heyer, Beiträge zur Geschichte des Abendlandes, 1940 in Deutschland die erste Auflage erschienen. Die hat ja praktisch das Gütesiegel der Reichskulturkammer, und die zweite Auflage dann von 1957, wo es dann heißt, das Judentum, dessen weltgeschichtliches Unheil sich öffnet und nicht schließen konnte. Also es geht darum, dass die Juden in der Anthroposophie eigentlich so in der Tradition des christlichen Antisemitismus immer als diejenigen schlecht gemacht werden, die sich geweigert haben, Christus als den Erlöser anzuerkennen. Das ist immer so der Kern der anthroposophischen Kritik. Ja, ich überspringe ein bisschen was. Wo haben wir denn die? Ja, ich komme zum letzten Punkt, nämlich der Frage des Antisemitismus. Und da ist es nun so, dass wenn man
die veröffentlichten Briefe, Zeitungsartikel, Vorträge und Bücher von Steiner sich anschaut, dann sieht man, dass sich seine Haltung gegenüber Juden im Lauf der Zeit verändert hat, was mit seiner Biografie zu tun hat. Es gab eine kurze Phase zwischen 1898 und 1901, in denen er sich strikt gegen Antisemitismus ausgesprochen hat. Diese Texte aus dieser Periode werden natürlich heute von den Anthroposophen gerne hochgehalten. Aber auch in dieser Zeit blieb er sich in einem Punkt stets treu. Er vertrat, wie durchaus auch andere Liberale und Linke, die Vorstellung, des Judentum habe sich überlebt. Juden sollten sich assimilieren und eine eigenständige jüdische Identität aufgeben. Und daraus resultierte dann auch seine scharfe Abneigung gegen den Zionismus. Als Student in Wien in den 1880er Jahren schrieb er für die deutschnationale Presse. Und da sind nun einen ganzen Haufen Artikel, die ziemlich eindeutig antisemitisch sind. Das wahrscheinlich prägnanteste Beispiel ist, stammt von 1888, wo er schreibt, das Judentum als solches hat sich längst ausgelebt, es hat keine Berechtigung mehr innerhalb des modernen Völkerlebens und dass es sich erhalten hat, ist ein Fehler der Weltgeschichte. Wir meinen hier, sagt Steiner, nicht nur die Formen der jüdischen Religion, wir meinen den Geist des Judentums, die jüdische Denkweise. Er kommt dann über Weimar 1897 nach Berlin, unterrichtet an der Arbeiterbildungsschule der SPD, freundet sich mit einem Dichter Ludwig Jakubowski an, der selber jüdische Wurzeln hat. Und unter dem Einfluss dieses Dichters engagiert sich Steiner kurze Zeit im Verein zur Abwehr des Antisemitismus. Das ist diese Phase 1898 bis 1901. Das ist ja durchaus lobenswert, wenngleich, wenn man die Schriften aus dieser Zeit von Steiner sich genau anschaut, dann durchaus mit bedenklichen Argumenten. Er behauptet nämlich, die zionistische Bewegung sei schuld am Antisemitismus. Damit stellt er die Sache praktisch auf den Kopf. Er bescheinigt nicht den Antisemiten, sondern den Zionisten eine überreizte Fantasie, ein gekränktes Gemüt, das den Zionisten den Verstand umnebelt. Die Antisemiten, schreibt Steiner, seien ungefährlich wie Kinder und viel schlimmer seien die herzlosen Führer der europaweiten Judenschaft wie Theodor Herzl. Gut, kann man sagen, als Seher war Steiner eine Niete. Entscheidend ist, dass er in dieser Phase natürlich schon die Propaganda und Stärke des real existierenden Antisemitismus unterschätzt hat. Man muss immer sich vor Augen halten, dass Steiner bis etwa 1900, 1901 kein Esoteriker war. Er war philosophisch gesehen ein deutscher Idealist mit stark deutschnationalen Zügen, aber er hatte für Esoterik nichts übrig. Er kannte Esoterik in der Spielart von diesen Seancen aus Wien und hat seine Freunde immer davor gewarnt, vor dieser Esoterikwelle, die es damals gab, und hat immer gesagt, ja, das führt zur Gehirnerweichung, haltet euch mal davon weg. Also bis etwa 1900, 1901 ist er kein Esoteriker. Und dann stößt er eben in dieser Zeit in Berlin auf die Theosophen, die anscheinend begeistert von ihm waren und die ihn engagieren. Und dort macht er nun eigentlich seine Karriere als Guru und dort erst wird er zum Esoteriker. Er rezipiert dann die gesamten Texte der Theosophen, entwickelt es dann weiter anhand seiner eigenen Vorstellungen, die eben von diesem deutschen Idealismus geprägt sind. Und mit dieser Wende zur Theosophie übernimmt er auch die Wurzelrassenlehre, die eigentlich seinen schon vorhandenen Ressentiments eine systematische Basis geboten hat, also die Vorstellung von diesen planetarischen Zeitaltern und Wurzelrassen. Und nun, als Esoteriker, als Theosoph und als Anthroposoph, sortiert er die Juden in sein Schema ein. Und er sagt, die Juden hätten, wie alle anderen Völker und Unterrassen in seinem Konzept, eine bestimmte historische Mission für die Menschheit zu erfüllen gehabt. Für ihn sind es zwei Dinge. Erstens, den Monotheismus und einen menschenähnlichen Ich-Gott zu erfinden. Und zweitens, für die Reinkarnation des Sonnengeistes, das ist Jesus Christus in der Anthroposophie,
für die Reinkarnation dieses Sonnengeistes eine leibliche Hülle bereitzustellen. Das heißt, dass mit der Geburt von Jesus die Mission der Juden erfüllt ist im anthroposophischen Denken. Und ab sozusagen dieser Stunde Null gelten dann die Juden für Steiner als spirituell erstarkt. Also da gibt's dann haufenweise Zitate, wo er sagt, ja, die Juden lebten in einer geistigen Erstarrung nach einem unfruchtbaren Gesetz, sie seien ausgedörrt und versteinert. Und er nutzt auch dieses christliche Motiv des jüdischen Gottesmörders und Gottesleugners, um seinen Zuhörern zu erklären, dass die Juden deswegen rassisch nicht aufsteigen könnten, weil sie sich dem Christus verweigern. Also das ist so eine Vorstellung von ihm, wo dann dieser fantasierte Zusammenhang zwischen spiritueller Entwicklung und rassischer Höherentwicklung, wie er das nennt, und die Vorstellung von den Juden als Gottesleugner und als Angehörige einer zurückgebliebenen Rasse sehr deutlich wird, wenn er sagt, wenn andere Menschen, welche auf die großen spirituellen Führer der Menschheit hören und die Seele mit dem ewigen Wesenskern bewahren, in einer vorgeschrittenen Rasse wieder erscheinen, so wird derjenige, der vom großen Lehrer nichts hat wissen wollen, also sei es um Jesus oder Steiner selber, der wird immer wieder in der gleichen Rasse wieder erscheinen, weil er nur eine Gestalt ausbilden kann. Das ist die tiefe Idee des ewigen Juden, der immer in derselben Gestalt wiederkehren muss, weil er die Hand des größten Führers, des Christus, von sich gewiesen hat. Es ist die Möglichkeit für den Menschen vorhanden, mit einer Inkarnation zu verwachsen, den Menschheitsführer von sich zu stoßen oder aber die Wandlung durchzumachen zu höheren Rassen, zu immer höherer Vervollkommnung. Rassen würden gar nicht dekadent werden, würden gar nicht untergehen, wenn es nicht Seelen gäbe, die nicht weiterrücken können und nicht weiterrücken wollen zu einer höheren Rassenform. Also die Juden als Gottesleugner, sagt Steiner, sind eigentlich dazu verdammt, in der immer gleichen körperlichen Hülle einer niedrigen Rasse auf der Erde zu reinkarnieren. Das ist so die Grundvorstellung, die Steiner als Theosoph und Anthroposoph entwickelt und an denen sich dann seine Anhänger orientieren. Marie von Sievers, seine zweite Ehefrau, glaubt an eine jüdisch-bolschewistische Weltverschwörung. Sie behauptet 1927, es sei eine Handvoll jüdischen Russentums, was hinter der Oktoberrevolution stecke. Der Gründer der Christengemeinschaft, das ist sozusagen der kirchliche Arm der Anthroposophie, der Herr Friedrich Rittelmeier, hetzt gegen Internationalismus und Pazifismus als abstrakte und blutlose Produkte des jüdischen Geistes. Er verlangt, ganz ähnlich wie die narzisstischen deutschen Christen, eine Reinigung des Christentums von seinem semitischen Wesenscharakter. Die Ethik der 10 Gebote und der Gedanke der Sühne widerspreche dem Bild eines heroischen Christus. Rittelmeier predigt ein germanisches Christentum, das seinen semitischen Wesenscharakter abstreift. Also jetzt Zitate. Denn der heroische Christus sei ein Kämpfer gewesen, ohne jüdisch-katholische Weichheit. Also in dem Stil lassen sich in den 20er, 30er und frühen 40er Jahren Anthroposophen über Juden und das Judentum aus. Ich mache jetzt einen Sprung, komme zum Schluss und will zum Abschluss was präsentieren, einen Text präsentieren und eine Person, die ich irgendwie fand ich das sehr erschütternd und andererseits auch schwer nachzuvollziehen. Es geht um einen Anthroposophen namens Karl König aus Wien, der anthroposophische heilpädagogische Einrichtungen geleitet hat, 1935 dann aus der anthroposophischen Gesellschaft, aus der internationalen, ausgeschlossen wird, weil er zentralistische Bestrebungen ablehnt, und der 1938 nach der Annexion Österreichs durch Deutschland wegen seiner jüdischen Herkunft nach England emigriert. In den 50er Jahren schreibt König dann so Biografien, gespickt mit astrologischen Spekulationen. In einem dieser Aufsätze charakterisiert er dann Sigmund Freud als menschenverachtend, selbstzerstörerisch und hat dafür zwei Erklärungen. Der Begründer der Psychoanalyse sei aufgrund karmischer Schuld den Dämonen Ahriman und Luzifer verschrieben. Zum anderen aber schreibt König, sei Freud
ein Jude gewesen und es bringt ihn zu dem Urteil, er konnte sich von der Blutsgemeinschaft des jüdischen Volkes weder gedanklich noch triebmäßig befreien und fällt dadurch immer wieder in uralte Vorstellungen zurück, die keine Gültigkeit mehr haben. Die Aufsätze von König, darunter auch diese antisemitische Passage über Freud, die findet sich auch als Buchtipp in dieser Broschüre von 1998. Da wird es als Erzählstoff für die 8. Klasse empfohlen. Worauf ich jetzt eigentlich raus will, ist, dass dieser König 1965 Vorträge hält zum Thema Geschichte und Schicksal des jüdischen Volkes, wo er sich also mit der Shoah auseinandersetzt und zunächst mal, wie alle Anthroposophen das immer machen, Steiner zitiert, die Juden hätten ihre Mission erfüllt, sie weigerten sich, den Christus anzuerkennen, die Zionisten seien schlimmer als die Antisemiten. Und dann kommt er auf den Holocaust und interpretiert ihn als karmischen Ausgleich. Durch den Verrat des Judas an Christus habe ein Drama begonnen, das zur Kreuzigung Christi führte und, Zitat, so etwas Ähnliches musste wieder geschehen. Es war eingeschrieben ins Menschheitskarma. So wenig, wie wir das begreifen können, was es gewesen ist, dieser Verrat des Judas, so wenig begreifen wir das, was sich in unserem Jahrhundert vollzogen hat. Und jetzt fordert er in diesem Sinn auf, die Verfolger und die Verfolgten, also die Nazis und die wenigen Opfer, die überlebt haben, zu verstehen, was gespielt hat und was immer noch spielt. Die Taten der Nazis, schreibt König, könnten nicht durch Gerichte gesühnt werden. Ich denke, das ist ein Gedanke, der insofern eine gewisse Berechtigung hat, als angesichts der Dimension dieser Verbrechen wahrscheinlich keine irdische Strafe wirklich gerecht gewesen wäre. Aber andererseits haben nun gerade deutsche und österreichische Gerichte alles getan, um die Täter nicht zu verurteilen. Aber darum geht es dem König jetzt gar nicht, sondern es geht ihm hier wieder um den karmischen Ausgleich. Er sagt über den Holocaust, Zitat, es sind Taten gleich der des Judas, Taten, die geschehen mussten. Und der, der sie tat, ist viel schlimmer dran als diejenigen, die sie erleiden mussten. Also Auschwitz wird in diesem Vortrag relativiert mit der absurden Karma-Lehre und die jüdischen Opfer mit den Nazis auf eine Stufe gestellt. Die Verbrechen werden verrechnet mit dem angeblichen Gottesmord der Juden. Das ist eine Vorstellung, die man in der Esoterik-Szene heute häufiger antrifft, was es aber nicht besser macht. Ich denke, man muss sich über solche Auslassungen nicht wundern, denn die Anthroposophen haben sich, wie die meisten anderen Deutschen auch, mit der NS-Zeit nicht wirklich ernsthaft auseinandergesetzt. Der Nationalsozialismus wurde nach 1945 von Anthroposophen als Werk finsterer Dämonen, reinkarnierter Mongolen aus der Zeit von Genghis Khan oder reinkarnierter Azteken interpretiert. Die Azteken hätten ja bekanntlich auch schon ihren Opfern das Herz rausgerissen. Oder der Nationalsozialismus wurde als Produkt des westlichen Materialismus erklärt, mit dem Ziel, die Deutschen zu verführen. Ich denke auch, dass aufgrund dieser fehlenden Reflexion der anthroposophische Rassismus kein historisches Problem ist, nicht begrenzt auf Steiner und die Anfangsphase seiner Bewegung, sondern weiter existiert als Teil des Weltbildes der Evolutions- und Geschichtsauffassung. Er wird von führenden Exponenten der Bewegung wie diesem Herrn Ravalli immer noch offensiv vertreten, wenngleich man etwas andere Begriffe verwendet. Und der Herr Ravalli wollte eigentlich sogar mit Andreas Mohlau, damals noch hochrangiger NPD-Funktionär, ein gemeinsames Buch veröffentlichen, was dann durch eine Vorab-Geschichte im Stern wurde das publik und daraufhin das Buchprojekt eingestampft, aber im Internetbuchhandel war das schon angekündigt. Es gab dann auch diese verschiedenen Auseinandersetzungen vor der Bundesprüfstelle über rassistische Passagen. Ich denke, dass in der Anthroposophie ein gewisses menschenfeindliches Denken überlebt hat, was heute durchaus wieder anschlussfähig ist an den Mainstream, wie die Studien von Heidmeier und seinem Team oder der Erfolg von Sarrazins Bestseller zeigen. Und deswegen ist Aufklärung geboten über die Abgründe der Anthroposophie, auf die sich
die Waldorfpädagogik in ihrer Konzeption stützt. Waldorfschulen sind eigentlich fast ausländerfreie Privatschulen für die Mittel- und Oberschicht, die vom Staat finanziell unterstützt wird. Und eigentlich sollte für die Waldorfschulen gelten, was Steiner selbst immer wieder für den Bereich der Kultur verlangt hat, nämlich dass sich diese Einrichtungen komplett selber finanzieren müssen. Meiner Meinung nach enthält diese Waldorfpädagogik nur scheinbar richtige Elemente, etwa dass es keine Noten gibt. Dafür gibt es diese sehr moralisierenden Zeugnisbeurteilungen, die durchaus verletzender und schädigender sein können als simple Zahlen. Und ich denke auch, wir sollten nicht auf so esoterisches Brimborium reinfallen, sondern für eine bessere öffentliche Schule kämpfen, mit kleineren Klassen, mehr Lehrern, weg von Lehrplänen und Methoden, die darauf abzielen, Kindern in kürzester Zeit möglichst viel Faktenwissen einzutrichtern, was im Zeitalter des Internets noch doppelt unsinnig ist. Auf jeden Fall ist die Waldorfschule meiner Meinung nach keine Alternative zur öffentlichen Schule. Sie ist weder kindgerecht, sondern sie ist anmaßend und bevormundend. Sie sortiert und behandelt Kinder nach abstrusen, okkulten Schemata und basiert auf überholten Vorstellungen. Das sollte man eigentlich Kindern ersparen. Ich komme zum Schluss. Jetzt habe ich sehr viel Negatives gesagt. Und in der Diskussion kommt ganz oft die Frage auf, gibt es da nicht irgendwas Positives? Findest du irgendwas gut an der ganzen Anthroposophie? Gibt es auch. Und ich möchte eine Sache, die ich gut finde an Steiner, damit möchte ich schließen, mit was Positivem. Und zwar hat Rudolf Steiner, der ja meinte, er könnte zu allem und jedem was sagen, sich auch über den tibetischen Lamaismus geäußert, der ja heute in der Esoterik-Szene auch sehr beliebt ist. Und in diesem Vortrag spricht er natürlich erstmal über die Tibeter als dekadente Asiaten, aber dann, und darauf kommt es mir jetzt an, kritisiert er am tibetischen Lamaismus das Herrscherprinzip. Das sei in einer recht wenig erfreulichen Form ausgebildet. Dass die Priester dem Volk eingeredet haben, die Seele des verstorbenen Dalai Lama inkarniere nach seinem Tod in ein bestimmtes Kind, das dann zum neuen Herrscher werde, das kritisierte Steiner als ganz außerordentlichen Unfug zum Zweck der Herrschaftssicherung. Das Ganze, die ganze Lehre sei nicht nachprüfbarer Hokuspokus. Ich finde, da hat er recht mit dieser Einschätzung und das ist die Einschätzung, die auch auf die Anthroposophie voll und ganz zutrifft. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.